Wunderschöne Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Liebe Leute, wir sind hier gerade durch den Dschungel gewandert und auf dieses Häuschen gestoßen. Checken wir doch direkt mal ein. Wir kaufen nichts. Wow! Nein, Scherz, herzlich willkommen in unserer neuen Family Villa im Sepatu Sanctuary Villa Resort. Mama, Mila und ich haben uns schon reingesneakt. Wir sind auf jeden Fall impressed, Mama. Ne? Yes. Very nice. Very nice. Das ist unser kleines, aber feines Wohnzimmer. Wunderschöner Teppich. Ich dachte, du zeigst auf meine Füße. Nee, richtig schön. So ein Teppich, so ein Arabic-Style, würde ich voll gerne in dem Haus in Kuta haben wollen. Ja. Das war der erste Ort, den wir gesehen haben, neben dem Wohnzimmer. Und der wurde schon eingeweiht, oder? Ja. Oh, die Fliesen kommen mir so ein bisschen von der Stilistik bekannt vor. Wer kommt da denn reingekrabbelt? Das ist ja mal ein ganz anderer Style. Cool, ne? Ja, das hat was. Vor allem hier, guck mal, das Waschbecken. Ja. Oh, what? Richtig geil, hier, ne? Dieser Unterschrank finde ich auch so. Oh, der ist auch sehr schön. Ja. Ja, also allgemein, im ganzen Haus also findest du halt diese Elemente. Ich glaube, als wir in Bali Möbel gekauft haben, ne, haben wir doch sehr viel. Auch so Tische gesehen, auch hier oben auf das Bett. Ich guck mal, die Badewanne. Das ist geil, ist ja richtig geil, ey. Hey! Ja, Tabs. Dann lassen wir dich schon mal alleine, ne? Schwiegervati? Ich glaube, ich schaffe hier. Dann können wir einmal das Licht anmachen. Ah! Bling! Guck mal, diese Details hier mit den Pflanzen in den Baumstämmen. Cool. Mega schön. Dann hier der Duschbereich. Allgemein die Kombination zwischen Grün und Rot. Wenn ich diese beiden Fliesen nebeneinander halten würde, würde ich erstmal sagen, so, ja, nee, kannst ja nicht zusammen. Grün und Rot, das ist aber ja so das größte Kontrastprogramm überhaupt. Aber das sind ja unsere Fliesen, die wir haben. Sieht sehr, sehr cool aus. Und auch die hier. Was ist das? Ja. Das sind ja einfach so Bricks. Einfach, ja. Wow, danke, mein Herz. Die Tabs finde ich auch richtig schön. Alter. Also das Ding sieht mir eher aus wie ein alter Telefonhörer. Schönen guten Tag, hallo, ich würde gerne Pizza bestellen. Aber sowas hatten wir Eisendorfer Straße. Ja, wirklich. Als wir angezogen sind. Die Frage ist, wo ist die Drehscheibe? Okay. Lass uns mal einen Blick in den Kühlschrank werfen. Oh, unterm Fernseher ist der Kühlschrank. Von Firma Sharp. Okay. Zwei Flaschen Wasser. Ein Bierchen. Coca-Cola. Fanta. Nee, Cura, das ist nochmal Bier. Aha. Ah nee, aber das ist Island Cura. Ale. Schweppes. 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 Getränke for free. Tonisches Wasser. Yes. Auch das Bierchen? Yes. Herzlichen Glückwunsch, Adam. Ja, da müssen Sie da ziemlich oft nachfüllen. Das ist wie ein Sechser im Lotto. Ach, einmal. Wir sind fertig! Hier haben wir erstmal voll die schöne Terrasse. Oh, what? Ja. Und das ist der View, Freunde, aus dem ersten Schlafzimmer. Das ist ziemlich cool. Ich hole mal gleich die Sichel, Schatz, dann kannst du loslegen, ne? Ja, ne? Na, das sieht ja echt cool aus. Guck mal hier auf diese verschiedenen Levels. Also gerade waren wir hier, hat es geregnet, kannst du trotzdem schön auf der Terrasse chillen. Ja. Jetzt regnet es ja gerade jeden Nachmittag. Aber morgens bis 14 Uhr ist gutes Wetter, Freunde. Und hier hast du auch einmal einen Bereich, wo du dich sonnen könntest mit Sitzsäcken. Oh, da hinten scheint ein Riesenpool zu sein. Da gehen wir gleich hin. Wir müssen noch entscheiden, wer wo schläft. Komm zum ersten Schlafzimmer mit diesem Blick. Lass uns mal eine Münze werfen. Was ist denn da drin? Eine Schatzkarte. Falls du mal nach Madagaskar möchtest. Und das können wir gleich packen. Und ist das Französisch? Afrique. Papa? Ja. Das können wir gleich machen. Das kann man da reinpacken. Ja, das ist pack gute mal rein. Idee. Ja, das ist. Pass nur auf deine Fingerchen. Upsi. Wow. Unterwegs machen. Ja. Alles in dem gleichen Stil, schick. Ne? Mit dem Bett und sehr so schick. Lampen. Ja, hier auch mit also den Lampen. Das ist wunderschön. Ja. Auch die Bettrückwand. Cool. Trotzdem hast du schönes Kitchenette, das finde ich auch super wichtig. Ja. Guck mal die Lampe. Also es ist wirklich, du merkst hier, jedes Detail ist durchdacht. Also ein bisschen wie eine Villa Cibo, muss ich sagen. Guck mal, das hier zum Beispiel aus Muscheln, diese Tischhalter. Das ja, das ist ja richtig Janas Style. Ja, allgemein das Haus, würde ich so sagen. Ja. Liebe Jana, wenn du es siehst, ist ein bisschen dein Stil hier. Ja. So. Und dann schau mal einmal, leg dich da mal hin. Ich wach auf. So. Dann stolper ich hier erstmal über die Box rüber. Aua. Ja, ist schon schick. Wenn die Sonne jetzt hier auch noch aufgeht, Tschüssikowski, Alter, dann kaufen wir die Boze. Mega schön. Ich muss sagen, irgendwie passt mein Outfit auch voll zu dem Haus, oder?
Ich glaube, wenn ich dieses Haus haben würde, würde ich immer herumlaufen. Ich ziehe mich auch gleich um. So, weiter geht's mit der Tür. Jetzt gehen wir die Treppe hoch. Auch cool, diese Elemente. Hat was. Ja. Gehen wir mal die Klimaanlage aus. Wow. Man weiß nicht, was das Schöne ist. Cool. Was ist denn hier für eine Bolognese? Mega schön, ne? Auch dieser Reishut. Hä, der wird gestimmt. Das ist einfach übertrieben. Ja. Cool. Hat was. Ja, schöne hier Sitzecke. Hier das Badezimmer auf. Ui! Jo! Crazy! Das erinnert mich ein bisschen an euer Haus. Wahrscheinlich kann ich mir eure Kommode hier. Ja, so das Tab ist ja voll. Ja, ich liebe halt diese Tabs. Knirscht ein bisschen. Also, ich finde sogar das Badezimmer heute ein bisschen besser. Auf den ersten Blick, aber eigentlich passt das sehr gut zu uns. Es ist so ein bisschen überladen. Wenn ich hier reinkomme, habe ich das Gefühl, so ein bisschen überladen und so chaotisch. Aber ich finde, es sieht irgendwie sehr cool aus. Und das ist voll mein Ding. Der Chaotismus hat hier echt doch seine Ordnung irgendwie. Ihr könnt ja sehr gerne machen. Ich finde es ganz chaotisch. Doch, chaotisch war hier so viel. Das ist alles so viel. Dann hast du hier diese Fliesen so, dann hast du diese Muster hier drin, überspiegelt diese Muster hier. Ich könnt ja sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie findet ihr dieses Ding? Chaotisch oder wunderschön? Aber chaotisch gut. Ja, eine Pflanze, die jetzt schon durchgegangen ist. Oh, stimmt. Stell dir vor, jetzt würden hier noch so Passionfruits dran wachsen. Du brauchst morgens, während du im Bad bist, direkt nach dem Zähneputzen, kannst du direkt ein paar Früchte pfeifen. Nee, sogar die Pflanzen passen zum Badezimmer. Das stimmt. Boah, geil! Also ich finde, so stellt man sich doch irgendwie Bali vor. Ja. Yeah. Also das ist für mich so das typische schöne Bali-Haus. Die Badewanne hier gezeigt. Ja, so flüchtig. Ich filme gerade einfach nur in irgendwelche Richtungen. Sieht echt cool aus. Das ist so diese, ne? Diese alte Form. Ja. Und hier mit diese Füße. Crazy. Hey. Ja, hier ist das nächste Telefon. Ja. Guck mal, kannst du weißt sogar richtig sehen? Achso, kann der andere mal kurz unten rangehen? Warte mal. Vielleicht können wir da miteinander sprechen. Vielleicht kann man da telefonieren. Warte mal. Nee, lass mal. Aber hier sehe ich schon hier so mit Silberelemente und hier ist so das. Ja, also das wäre, ich glaube, das ist dieses Stil, was unten ist. Ja, finde ich schöner. Aber das passt ja wiederum zu den Füßen der Badewanne. Und Opi, wie ist der Wasserdruck? Sehr stark. Oh, danke schön, Maus. Wow. Die ganze Deko von den Betten. Wow. Wie schön diese Blume einfach ist. Ist so richtig so makellos. Oh. Und hier der Balkon. Schläfst du draußen? Aber rein theoretisch halt wirklich möglich, ne? Sogar mit so einem Mosquito-Netz. Ja. Ne? Kannst du schön zumachen und draußen kämpfen. Ein bisschen aus wie so eine Harfe. Aber schau mal bitte, der Ausblick. Ja, kann man die Reisterrassen hier nochmal von oben begutachten. Wir sind ja wirklich mitten im Reisfeld drin. Reisfeld hier. Dschungel hier. Es gibt dort drüben in der Main Area einen großen Pool. Also es ist jetzt nicht, dass jede Villa einen Pool hat. Ja, wir haben den heftigsten Pool bei uns. Ja, ist das so? Vor der Haustür. Ich glaube, der Pool im letzten Hotel war schon. Ja, gut. Und es gibt noch einen zweiten Balkon hier oben. Ja. Hier vom Bett wieder ein wunderschöner Ausblick. Ne? Kann man auch schon als Romantik hier sitzen. Wein trinken, wenn man Wein trinkt. Schreibt gerne in die Kommentare, wer von euch trinkt Wein. Seid ihr die Genießer? Weiß oder rot? Hier noch ein Balkon. Ah, oh, jetzt kann man hier auch noch mal richtig auf die Seite schauen. Der Ausblick ist wirklich spektakulär. Ja. Berge, ne? Ich glaube, das ist ein Vulkan. Stimmt. Ich kann jetzt nicht ranzoomen, weil die Optik kaputt ist. Aber Schatz, also hier, Schatz, könnte dein Arbeitsplatz sein. Arbeiten mit Blick auf Reisterrassen. Schon nicht, dass ich den ganzen Tag nur Hunger habe. Guck mal hier, für Papa und für Mama, Bintang. Unten ist ja schon Free Bier, hier oben auch. Jetzt haben wir schon zwei Bier. Jede Terrasse gibt es ja einen Kühlschrank. Das ist ja gut. Und das Gute daran ist noch, wir haben nicht weit zu dem besten Restaurant hier in der Ecke. Stimmt. Das sieht aber so aus, als wäre weißt du, dass dieses Restaurant gut ist, Papa? Das ist reine Spekulation von dir. Ich habe ja einfach viele Leute drin gesehen.
Und der Schneidzeichen. Das ist ein gutes Zeichen. Hier richtig schön die Kombi, finde ich, zwischen dem Boden, der so dunkel ist, und dann diese roten Fliesen. Ja, hat echt was. Die gleichen wie im Badezimmer. Ist ja wie bei uns, unser dunkles Holz und die Wandfarbe hinten. Deswegen sieht die Villa Chiba auch so aus, ne? Aber yes. Ich liebe diese Farben, also richtig schön, muss ich sagen. Wow. Von ich habe gerade diese Bambusvillen gesehen, ne? Hast du gesehen? Mega cool. Richtig schön? Ja, richtig nice. Also die letzte Nacht können wir vielleicht da schlafen sogar. Ich bin gerade noch am Klären. Really? Das wäre natürlich richtig cool. Was ich aber auch extrem cool finde, ist, dass dem Besitzer hier scheinbar zwei T1 VW, so richtig alte VW-Busse gehören. Liebe Grüße an Is. An dieser Stelle, ich glaube, Is besitzt inzwischen 6 oder 7 von denen. Echt? Hm. Auch hier Interior. Tue ich das mal an. Is, falls du das sehen solltest, genieß mal ganz kurz. Sehr schön gemacht. Oh. Erinnert mich auf jeden Fall an unseren Namibia Roadtrip. Ich weiß nicht, wer von euch folgt uns schon so lange. Da war der Bio noch blond. Und knackig. Lila war auch noch nicht da, wir hatten noch ein bisschen mehr Freiraum. Es geht das Familiendasein, aber der Roadtrip mit Is und der ganzen Truppe, Das war wirklich ein richtig schöner Trip. Miss you guys. Ich liebe es. Schaut euch mal hier die Monstera-Blätter an. Richtige Monster, im wahrsten Sinne. Was auch richtig schön ist, ist die Geräuschkulisse. Denn wir haben hier neben den ganzen Vögeln und auch diese Crickets, die hier ständigen und konstanten Sound von sich geben, auch noch eine natürliche Wasserquelle. Du hast hier die ganze Zeit im Hintergrund so ein leichtes Blubbern. Das heißt, wenn ihr stark auf Klo müsst, könnte das leicht hinderlich sein. Nee, ich liebe es. Hier kommt das Wasser und es entsteht so ein wunderschöner natürlicher Flusslauf durch das Grundstück. Und er gießt sich nachher, zeige ich euch gleich, da hinten in einen Schwimmsee, in einem Schwimmteich. Ja, ein natürlicher Pool. Oh, Gucci. Wunderschön. Der Flusslauf, den ich gerade erzählt habe, der führt von hier hin einmal hier durch. Hier ist, by the way, die Lobby und auch Restaurant. Und hier kommen wir runter an den Pool. Chillmöglichkeiten. Schöner Wasserfall. Oh, hey, Fischi, was geht? Wart ihr schon mal in so einem Spa, wo ihr eure Füße in so ein Aquarium reinhaltet und die Fische dann kommen und quasi die tote Haut abknabbern? Das ist richtig am Kitzeln. Das ist irgendwie lustig, weil ich muss daran denken. Stell dir mal vor, ihr geht hier schwimmen und dann kommen die ganzen Fische und... Hier in diesem Areal gibt es scheinbar sehr, sehr viele solche natürlichen Quellen. Morgen gehen wir zu einer Tempelanlage, die scheinbar sehr berühmt dafür ist, dass nicht nur Einheimische, sondern auch Touristen vermehrt jetzt dorthin kommen, um ihre Seele zu reinigen an dieser natürlichen Quelle. Spannende Geschichte zeigen wir euch im nächsten Video. Die Häuschen sind ja alle so krass in den Dschungel reingesetzt. Von außen nimmt man das gar nicht so wahr. Aber du hast halt, hier ist unsere Butze. Dann hast du hier ein Häuschen. Wenn du da runter schaust, dann ist da ein weiteres Häuschen. Wir haben gesehen, es gibt hier auf dem Grundstück noch Bamboo-Bungalows. Die sehen sehr cool aus. Ich würde sehr gerne mal vorbeischauen, aber wir haben gehört, die sind leider nicht frei. Kennt ihr noch das Computerspiel Half-Life? Da gab es doch immer diese fleischfressenden Pflanzen, die oben unter der Decke hingen und ihre Zunge so haben runterhängen lassen. Und wenn du dagegen kommst, haben sie dich eingesogen und Tschüssikowski. Du siehst mir ganz gewaltig danach aus, Bro. Treehouse, ich weiß nicht, inwiefern die jetzt reingehen dürfen, aber schau mal diese Brücke. Wie bitte? Ja. Das ist quasi der Eingang zu dem Treehouse, deswegen ich sehe, jetzt hat auch schon jemand gebucht, sollten wir vielleicht jetzt nicht in den Bungalow einspazieren. Kann man noch so ein bisschen dich daran? Ich würde gerne mal gucken. Da ist welche, da geht nicht, da geht die Lieber, weißt du? Dürfen wir alle hier ich auf dieser da, Brücke stehen? Ja. Denk, was denkst du? Ja, so alle gleichzeitig können ein bisschen gefährlich sein. Oh, ja. Hier unten ist auf jeden Fall eine Nursery, schaut mal. Uff. Wird denn hier gepflanzt? Ja, ist auf jeden Fall gut wackelig hier oben. Ah, die gerade erwähnten Bungalows. Guck mal, hier sind sie. Da und da. Wollen wir einmal so von oben reinlupen, oder? Schaut euch das an. Hier geht's runter. Crazy. Auf jeden Fall voll den Jungle-Charakter. Aber was ich auch richtig schön finde, sind diese kleinen Bambu-Bungalows. Sind allerdings nur ein Bettwellen. Deswegen, aber wir dürfen uns sie jetzt angucken. Ah, hast du organisiert? Ich glaube, ja. Ich glaube nicht. Das nenne ich mal cool. Also hier hast du jetzt keinen Blick auf die Reisterrassen, was bei uns ganz schön ist, aber hier, ihr seid mitten im Dschungel, was ich auch ultra geil finde. Hier mit so einem offenen Wohnzimmer. Da ist das Badezimmer. Hier chillen, guckst richtig im Dschungel raus. Schau dir diese großen Bäume hier an. Und hier gibt es sogar noch ein Netz und drauf liegen. Natürlich ein kleiner Wasserfall hier. Boah, hier die Sonne nicht? Hier reinkommt. Ich würde sagen, wo kommt denn das Wasser? Guck mal, voll versteckt hier. Ja. Unter den Blättern. Voll schön. Wir sind gerade zu einem guten Zeitpunkt hier, bis hier nach Mittag. Die Sonne kommt hier richtig schön von oben rein. Stell dir vor, jetzt sitzt hier jemand im Bett. Entschuldigung. Boah, cool. Wie schön ist das bitte?
und ein Balkon. Oh. Ist schon geil, oder? Warte, kann man jetzt hier rüber? Also auf jeden Fall sehr, sehr vielfältig, dieses Hotel, ne? Also über die javanesischen Villen, über das Treehouse und die Bamboo-Bungalows ist wirklich für jeden was dabei. Haben wir für euch unten in der Infobox verlinkt, deswegen checkt die sehr gerne aus. Und wir, würde ich sagen, chillen jetzt eine Round, oder was? Ja, liebe Leute, schreibt doch sehr gerne mal in die Kommentare, was bevorzugt ihr? Würdet ihr eher in diesem javanesischen Haus, wo wir jetzt ja auch übernachten, wohnen wollen, oder in so einer Dschungelbutze? Wie nennen sie das? Bungalow einfach? Ja, Bamboo Pots. Also das finde ich sehr speziell hier. Ja, ich bin ja auch ein großer Fan. Was auch immer kommen mag, liebe Leute, wir werden euch natürlich mitnehmen, alles fleißig dokumentieren. Wenn ihr nichts verpassen wollt, werdet ein Teil von Team Chibo. Stay wie immer positive. Vielen Dank fürs Einschalten und tschüssi.